Let's go! Unser Studio ist jetzt nach 8 Jahren sozusagen das erste Mal erneuert worden. Es war eine sehr intensive Vorbereitungszeit. Wir haben Weihnachten und Silvester damit verbracht, das Studio zu bauen. Und da bin ich auch sehr stolz auf die Kollegen, die jetzt hier die letzten Tage und Wochen verbracht haben, um dieses Werk vollbringen zu können. Und es ist großartig. Wenn man so ein, sag ich mal, ein Zuhause für einen Sender schafft, ist es ja ganz, ganz wichtig, dass das für alles funktioniert und für alle Anforderungen funktioniert. Ich glaube, dass wir jetzt ein sehr, sehr modernes Studio geschaffen haben, wo man wahnsinnig viel machen kann. Das heißt, das Studio ist wahnsinnig wandelbar. Ihr habt, könnt den ganzen großen Content, also vor allem Sport-Content, ist halt extrem bilderbasierend, jetzt wunderbar darstellen im Studio. Ich glaube, das ist so das Wichtigste und das wird ziemlich gut funktionieren. Ja, ich bin, man kann schon fast sagen, verliebt. Es gibt viele schöne Dinge. Der Tisch ist extrem gut, der mir gefällt, weil er höhenverstellbar ist. Und natürlich endlich, darauf haben wir lange gewartet, LED-Walls, wo wir letztendlich auch die Atmosphäre ins Stadion transportieren können. Von daher kann sich der Zuschauer, der österreichische Zuschauer, sehr drauf freuen. You don't wanna miss this. No.